Herzlich willkommen in Niederösterreichs größter und leerster Badewanne. Wir haben versucht nachzurechnen, in etwa 600.000 Badewannefüllungen gingen sich hier aus. Wir sind im Donaukraftwerk Melk, aber diese Anlage hier hat nichts mit der Stromerzeugung zu tun, sondern mit der Schifffahrt. Die Schifffahrt hat die ältesten Rechte an der Donau, deswegen muss auch ein Donaukraftwerk für die Schiffe passierbar sein. Die Donau ist die wichtigste Ost-West-Handelsachse und deswegen braucht es hier Schleusen, um die Geländekante beim Kraftwerk für die Schiffe überwinden zu können. Diese Schleuse hier kann gefüllt werden von unten durch die sogenannte Dusche, durch die das Wasser hereinströmt und die Schiffe entweder bergwärts hebt oder talwärts hinuntersenkt. Damit dieser Schleusenbetrieb das ganze Jahr störungsfrei laufen kann, müssen wir von Zeit zu Zeit die Anlagen außer Betrieb setzen und inspizieren. Dann werden die Lager kontrolliert, das Bauwerk, die Mauern, alles wird genau in Augenschein genommen. In der Zwischenzeit steht die zweite Schleuse, die wir immer zur Verfügung haben, da und die Schiffe können das Kraftwerk passieren. Wir haben deswegen zwei, um ausfallsicher zu sein, und wir verlegen unsere Arbeiten gezielt in die Wintersaison, wenn die Tourismusschifffahrt nur noch mit ganz wenigen Schiffen hier verkehrt. Die Arbeiten hier dauern noch einige Zeit an. Wir dürfen nicht vergessen, dass 100.000 Schiffe im Jahr die Schleuse passieren und deswegen hier die schweren Teile, die sich bewegen können, natürlich in Anspruch genommen werden. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr fertig sind. Wir werden im März 2019 voraussichtlich die Schleuse wieder freigeben. Herr Lustiger, was ist mit Gummistiefeln? Ah ja, ah, danke. Gut, ich gehe mich dann umziehen.